Dies ist kein Miro. Und dies kein Fernand Léger. Und dies ist weder ein Chorknabe noch ein Schrotthändler, sondern ein genialer Fälscher. Seit 40 Jahren werden tausende Nachahmungen von Éric Piédoit in Galerien und Museen ausgestellt. Aber wie entsteht eine echte Fälschung? Das ist ganz einfach. Éric Piédoit sucht hier nicht nach einer Motorhaube, sondern nach Inspiration. Man muss die richtigen Farben und das richtige Metall finden. So einfach ist das. Vom Verkauf meiner eigenen Bilder hatte ich noch nichts zu futtern. Ich musste mir was einfallen lassen und kam darauf, andere Künstler nachzumachen. Und wenn sich das verkauft, umso besser. Fälschungen hat es in der Kunst schon immer gegeben. Selbst Michelangelo soll versucht haben, einem Sammler die Skulptur eines schlafenden Amors als römische Antiquität anzudrehen. Im 20. Jahrhundert machte Han von Megeren mit gefälschten Vermeerbildern Schlagzeilen. Wolfgang und Helene Beltracchi wurden die Bonnie und Clyde der Kunst genannt. Fernand Le Gros hat sein bewegtes Leben in einem Buch beschrieben, das unseren Kunstfälscher inspiriert hat. Die meisten kopieren nicht. Sie schaffen im Stil eines bestimmten Künstlers neue Werke. Einen großen Chagall zu malen ist recht schwierig. Die kleineren Werke sind schon einfacher. Da macht man 3 oder 4 mehr oder weniger ähnliche Entwürfe, bei denen die Komponenten unterschiedlich verteilt sind. Man kann auch weitere hinzufügen, wenn man die gleichen Zutaten nimmt. Es ist wie beim Kochen, ganz simpel. 1976 zeichnet der junge Éric seine erste Fälschung eines Bildes von Raoul Dufy, inspiriert von Pferdekutschen in Nizza. Er tränkt die Zeichnung in seinen Tee, damit sie vergilbt aussieht, und verkauft sie dann für 6.000 Francs. Jackpot! Also habe ich weitergemacht. Mit Chagall, Miro, Lautrec und vielen anderen. Ach ja, den wichtigsten haben wir vergessen. César. Seine gigantischen Daumen oder Kompressionen von Dosen und Autos habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Doch das bekannteste Werk ist diese berühmte Filmtrophäe, die seinen Namen trägt. Um Césars Arbeiten zu imitieren, arbeitet Éric mit einer Presse. Wie erstellt man einen César in weniger als 5 Minuten? Ich gebe Material in die Presse und warte, bis es wieder herauskommt. Das ist Magie. Yes. Um ein guter Fälscher zu sein, muss man den Geist des Künstlers verstehen, bevor man ihn auf die eigene Leinwand überträgt. Danach geht's nur noch um die Technik. Zeichnen, malen, brüllen. Man muss voll drin und in der Lage sein, die Werke zu übertragen und zu verwandeln. Ja, das ist gut. Das geht in die richtige Richtung. Und wie viel kriegt man dafür? Sehr viel. Es sieht ganz einfach aus, erfordert aber ein wenig Übung. Die erste Kompression, die Éric verkaufen will, lehnt ein Experte ab. Sie sei zu abstrakt, um ein César zu sein. Der Fälscher gibt das Werk auf. Und ein paar Jahre später sehe ich meine Kompression auf einem Sockel unter Plexiglas in einer Galerie. Er hatte sie behalten und César beglaubigt. Da habe ich mir gesagt, wenn es so läuft auf dem Kunstmarkt, dann weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Und es hat funktioniert. Es folgen viele Fälschungen. Doch César bittet Éric, damit aufzuhören. Das tut er. Bis zum Tod des Künstlers im Jahr 1998. Mit einem Dutzend Komplizen, Künstlern, Experten und Galeristen, organisiert er einen Handel mit gefälschten Césars und überschwemmt den Markt. Nach 2 Jahren wird der Ring von der Polizei zerschlagen. C'est un faux, tout simplement parce que la signature déjà dans un premier temps est très hésitante par rapport à celle originale de César. Ein Abenteuer, das mit 4 Jahren Gefängnis endet. Bereust du es? Es gibt genug Leute, die bereit sind, für 10 Millionen ins Gefängnis zu gehen.
Und Leute zu betrügen, ist okay? Das ist kein Betrug. Nicht solange man ein Produkt im Geiste eines Künstlers schafft, das profitabel ist. Man verkauft dieses Produkt an eine Gruppe von Haien, die den internationalen Kunstmarkt beherrschen. Also an Milliardäre, die auf dem Rücken der Künstler noch mehr Geld daraus machen. Sie betrügen uns, nicht umgekehrt. Deswegen werden sich diese Leute auch niemals beschweren. Kam zumindest noch nie vor.